Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wir stehen hier mit unserer neu erworbenen Maske des Todes. Es ist eher ein Helm, aber es sieht fast aus wie eine Maske, denn es hat einen Löwenkopf. Und diesen Löwenkopf haben wir aus den Klauen der Erdwichtel befreit, beziehungsweise nicht befreit, wir haben die Erdwichtel eher erlöst. Wir haben ihnen einen ganz schönen Gefallen getan, denn dieser Unhold hat sich dazu aufgeschwungen, einen Herrscher spielen zu wollen. Er hat die Leichtgläubigkeit der Erdwichtel ausgenutzt, ihnen weisgemacht, dass er das Sprachrohr ihres Gottes ist, weil sie sehr naiv und leichtgläubig sind und sehr schlichte Gemüter haben, und hat ihnen dann vorgegaukelt, dass er durch ihren Gott spricht und sie damit ganz schön verarscht und ein Luxusleben geführt. Ja, wir haben ihn einfach mal geklaut, denn wir brauchen ihn ja, um Wilbur zu befreien. Und ich würde vorschlagen, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach den anderen Rüstungsteilen. Und ich habe die Idee, ich habe den Plan, dass ich erstmal die Karte aufrufe. Und dann gehen wir zur Wasserleiche, denn ich glaube, die Wasserleiche, die hatte noch was für mich. Und das möchte ich einfach nochmal überprüfen. Denn die muss mir ja auch irgendwie nützlich sein. Ich kann ja nicht nur den ganzen Tag da wie so ein Häufchen Elend in der Ecke rumsitzen und whinen. So, ein bisschen Wein zum Käse. Ich wollte mit dir reden. Warum gehe ich ins Inventar? Hier, ein paar Blumen für dich. Kann ich leider nicht. Ich wollte den Charmeur raushängen lassen, aber das wird mir leider vom Spiel verwehrt. Na, wie geht's? Ja, prima, wie ich hören kann. Ist ja schön. Alles Rotscher in Kambodscha. Ja, wie war das noch mit dem Schild? Wie war das noch mit dem Schild? Du wolltest mir sagen, wo er ist und dann in Ruhe weiter trauern? Oh nein. Ich warte auf eine Nachricht von Maximilian. Erst wenn ich wieder glücklich bin, werde ich dir helfen. Und? Bist du schon glücklich? Das ist aber ganz schön egoistisch. Erst wenn ich wieder glücklich bin, werde ich dir helfen. Ja, sie hat uns aber den entscheidenden Hinweis gegeben. So gerne. Denn sie will ja unbedingt ein Briefchen von ihrem Maxchen. Und das können wir natürlich auch... Ja, das können wir einrichten. Ich sag mal, das lässt sich ganz einfach einrichten. Das können wir machen, indem wir einen Brief fälschen, und wir sind ja nicht umsonst Nate, der Trickbetrüger schlechthin, und können daher auch einen wunderschönen Liebesbrief formulieren. Dazu nehmen wir unsere Schreibfeder, die komischerweise keine Tinte braucht. Das ist vermutlich eine Zauberfeder aus Harry Potter, und schreiben auf unser leeren Bogenblatt Papier. Dann wollen wir der verschmähten Jungfrau mal einen hübschen Liebesbrief schreiben. Oh ja, kreative Schreiberei. Genau, los geht's. Ja, hauste rein. Also wie liebste Sahneschnitte, hochwohlgeborenes Fräulein. Hey Schätzchen, ja, wie fangen wir wohl an? Ich finde liebste Sahneschnitte nicht schlecht. Tragen wir mal ein bisschen dick auf. Liebste Sahneschnitte, ich bin es, dein Maximilianchen. Es tut mir leid, dass ich so plötzlich verschwunden bin. Schuld waren... Die Russen! Tatsächlich hatte ich das noch so in Erinnerung. Hey Gott, die Russen sind da! Ja, natürlich, die Russen haben immer Schuld, wissen wir ja alle. Nein, Spaß beiseite, das ist ja rassistisch, das geht ja gar nicht. Nein. Die Stimmen, all die schrecklichen, schrecklichen Stimmen. Ich sehe tote Menschen überall, auch hier. Weder dein zweifelhaftes Aussehen noch dein schlechter Charakter. Ja, ich glaube, Maxchen war ja eher so der Charmeur, deswegen sind die Russen mal schuld. Die Russen. Ich wollte dir eine Hochzeit schenken, die einer Königin würdig ist. Doch dann... Dann kam es zu einer Reihe uneigentlicher Eventualhäufungen. Das ist ja mal ein geiler Satz. Den muss ich mir eigentlich aufschreiben. Den muss ich mir merken. Der ist super. Habe ich es irgendwie vergessen? Ja, das ist plump. Hat das Schicksal grausam zugeschlagen? Ach, das ist langweilig. Das klingt gut. Damit verwirren wir die Gute. Kam es zu einer... Reihe uneigentlicher Eventualhäufungen. Auf der Suche nach einer Silberblumenperle mit deinem Ehering bin ich in der südlichen Ostsee in einen Sturm geraten. Mein Schiff sank und ich erwachte 3 Tage später. Im Schoß einer holden Jungfrau. In einem Kochtopf mit Schnittlauch und Thymian. Natürlich, wir sind bei den Kannibalen gelandet. Mit ziemlichen Kopfschmerzen und einem seltsamen Geschmack auf der Zunge. Tief unten im Meer als lebende Wasserleiche. Das würde ja ganz gut passen, dann könnten wir uns zusammenpaaren. Sie ist ja jetzt auch eine Wasserleiche, dann könnten wir zusammen ganz viele kleine Wasserleichenbabys zeugen. Wunderbar.
tief unten im Meer ins lebende Wasserleiche. Viele Gefahren habe ich überwunden und große Abenteuer erlebt, getrieben von meiner unstillbaren Sehnsucht nach dir. Nur kann ich nicht zu dir kommen, denn... Ich werde Pokémon-Meister, Pokémon, ich werde die Nummer 1, ich schaff das schon. Und damit haben Frauen einfach keinen Platz mehr in meinem Herzen. Ich finde den Weg nicht und will nicht fragen. Ich bin ein Mann. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an diese Gewässer. Es gibt Probleme mit meinem Studentenvisum. Natürlich, wir sind eine Wasserleiche, die Probleme mit einem Studentenvisum hat. Das klingt logisch. Es gibt Probleme mit meinem Studentenvisum. Drum schreibe ich diesen Brief in aller Dringlichkeit. Eile zu mir, meine Geliebte, wo immer du sein magst. Ich warte auf dich im Süden, tief im Süden, genau hier. Das ist ein Meisterwerk. Oh, es fehlt noch etwas. Zögere nicht, anderen vor deiner Abreise zu helfen. Bussi, dein Maximilian. Perfekt. Ja, prima. Ich muss mal ganz kurz was ändern. Und zwar... Seht ihr, dass es auf 10% ist? Das ist voll brutal, weil ich jetzt durch das neue Headset muss ich das alles so machen. Ist auch egal. So, was ich sagen wollte. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Genau, das war ja kreative Schaffenskunst hoch 3, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das war ja genital. Wobei ich das ein bisschen dreist finde. Na, jetzt gaukeln wir ihr vor, dass ihr Maxchen ihr einen Brief geschrieben hat und sie trauert ja die ganze Zeit um diesen Max. Und daher reißt sie ihn tatsächlich hinterher und findet ihn natürlich nicht. Wie traurig das eigentlich wäre. Natürlich, der Max hat sie die ganze Zeit verarscht, aber das will sie ja nicht wahrhaben. Naja, wie dem auch sei. So glaubt sie uns das wahrscheinlich nicht. Das hätte ja jeder dahergelaufene Penner schreiben können. Deswegen brauchen wir ein offizielles Siegel und dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Wachs. So hat man das früher halt gemacht, ne? In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. Er trommelt immer noch auf seiner Leiche herum. Ich weiß nicht, was das soll, aber ist okay. Ich glaube, der Gulliver, der weiß schon, was er tut. Der sieht so wichtig aus mit seiner Elvis-Tolle. Okay, jetzt haben wir hier einen Wachsklecks. Ist da wunderschön. Wie auch immer es passieren kann, dass eine weiße Kerze rotes Wachs vertröpfelt, aber das muss mich ja nicht interessieren. Und der Siegelring sollte hier sein. Wunderbar! Mal gut, dass der Max da so ruht. Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war? Ja, wir könnten ja mal die Hose runter... Sieht ziemlich gut aus. Hm? Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Ja, ich wollte gerade irgendwas mit einer Hose sagen, jetzt habe ich es vergessen. Egal. Die Steinmetze haben eine gute Arbeit geleistet. So, meine Liebe, ich habe hier einen tollen Brief für dich, meine verschmähte Jungfrau. Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Das, worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Tatsächlich? Nee. Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins. Das ist sein Siegel. Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler. Der Brief ist wirklich von ihm. Was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht. Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude. Wegen des Schilds. Oh ja, die fetten Orga haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Danke und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Ah ja, und der Koffer ist die Reise. Schön, jetzt haben wir eine verschmähte Jungfrau glücklich gemacht. Zumindest temporär, bis sie merkt, dass der gute Max gar nicht im Süden ist. Aber das soll uns dann nicht mehr interessieren. Außerdem hat die Lüge ja einem höheren Zweck gedient. Wir wollen ja Wilbur befreien und dafür brauchen wir nur mal die Rüstungsteile. Und die Oger, die hätten wir ohne die nette Dame nicht gefunden. Und die werden wir auch so gleich besuchen. Die Oger, das ist ein sehr skurriles Pärchen. Ich freue mich drauf. Komischerweise weiß unser Ned sofort, wo sie sich befinden. Naja. La la la. Ach, ist das schön hier. Ach, hallo. Ho, ho, ho. Humpty Dumpty. Der zweiköpfige Oger ist fett wie ein...
wie ein Oger und er hat zwei Köpfe. Tatsächlich. Hallo da, du, zwei. Das ist ein Menschlein. Grump haben Hunger. Sag mal, seid ihr die menschenfressende Ogersorte? Hunger! Aber nein, du musst Grump entschuldigen. Er ist sehr emotional, wenn er eine halbe Stunde nichts zu essen hatte. Ah ja, eine halbe Stunde ist ja auch eine ewig lange Zeit. Da werde ich auch immer ganz gnatschig. Ja, das ist hier der Dumme und das ist der Schlaue. Man erkennt es sofort. wer seid, bist du, er, was, wie auch immer. Wer bist du, ihr? Grump! Grump, also wirklich. Mein Name ist Sloth vom Stamme der Blitzfäuste. Das ist mein nichtsnutziger Halbbruder Grump. Halbbrüder? Ihr seid Halbbrüder? Ist das nicht ein wenig unmöglich? Durchaus nicht. Die Biologie zweiköpfiger Oger ist sehr komplex. Wie du vielleicht weißt, kann durchaus... Langweilig. Also das ist doch... Schon okay, so genau will ich es wirklich gar nicht wissen. Ach Grump, die lieben Kinder da draußen, die wollten jetzt schon gerne wissen, wie der Geschlechtsverkehr bzw. die biologischen Geschaffenheiten eines Ogers so vonstatten gehen. Das hat sie schon interessiert, was da für komische Dinge in eurem Körper passiert. Ja, Halbbrüder, irgendwie eigenartig und sie sind zusammengewachsen und... Ach, keine Ahnung, ich finde die toll, die. Ich finde die richtig drollig, die beiden. Du bist ein Kampfmagier, oder? Nein, Totschläger. Ich schlage Leute tot. Ich glaube, er meint mich, Grump. In der Tat bin ich ein Kampfmagier. Meine Bescheidenheit verbietet es mir, darauf hinzuweisen, dass ich einer der Besten bin. Natürlich. Natürlich wäre ich noch besser, wenn ich mehr studieren könnte, aber... Naja. Naja. Das ist ein sehr interessanter Teller dort. Fürchterlich, nicht wahr? All das fette Essen. Aber Grump liebt diesen Fraß. Grump, Hunger! Ich habe es dir 1000 Mal gesagt. Erst wenn ich dieses Buch durch habe, kannst du essen. Hunger jetzt! Wenn ich dich jetzt essen lasse, dann sind wieder deine fettigen Fingerabdrücke auf den Seiten. Heute Nachmittag wird gemacht, was ich bestimme. Grump konnte heute Vormittag bestimmen, aber erst wollte er lange schlafen und dann hatte er plötzlich nicht mehr genug Zeit zum Essen. Pech gehabt. Ich hab Hunger. Aber ich nicht. Vor allem, da sie eigentlich denselben Magen haben müssten. Naja. Könnte ich mir den Teller vielleicht ausleihen? Mein Teller! Tut mir leid. Das ist Grumps Lieblingsteller. Weil er so schön groß ist. Den wird er nicht hergeben. Ich muss weiter. Bis dann, ihr zwei beide. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ganz spitzfindige Burschen da draußen werden es eventuell schon gemerkt haben, dieser Teller hier, der ist nicht normal und eventuell brauchen wir den, ja? Man erkennt es so ein bisschen an der Farbe. Seltsamer Teller. Das heißt, das ist gar kein Teller. Das ist ein Schild. Vermutlich sogar der Schild. Das ist ja unglaublich. Der Schild ist mit allerlei unappetitlicher Ogernahrung garniert. Den Oger ist wohl gar nicht klar, dass sie dafür einen wertvollen Schild zweckentfremden. Ja, von dem Schlauen hätte ich das ja erwartet, ne? Irgendwie muss ich die Oger ablenken. Ja, ablenken. Gute Idee, aber erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um, denn hier gibt's einige Gestattet, Sachen... Gestattet, junger Herr, dürfte ich erfahren, was ihr in unserer Höhle zu finden hofft? Oh, tut mir leid, ich habe eine öffentliche Toilette gesucht und es roch so, als würde hier... Oh, wie unangenehm. Sprecht mit Grump darüber. Er ist diese Woche für die Körperpflege zuständig. Hunger, Essen, jetzt! Und das ist leider das Einzige, worüber du dir Gedanken machst. Mein Herr, ich muss euch dennoch bitten, unsere bescheidene Behausung zu verlassen. Oh, okay. Ich suche einfach draußen weiter. Ich bin euch sehr verbunden. Viele Büsche und Steine da draußen würden sich glücklich schätzen, Hort eurer Notdurft sein zu dürfen. Viel Glück auf eurer Suche. Ach, was für ein manierlicher Oger. Wie fein er sich auch auszudrücken weiß. Ja, entschuldigt gut. Abermals, junger Herr. Ich kann nicht gutheißen, dass ihr unsere Privatsachen durchwühlt. Verlasst bitte unsere Höhle. Oh, ich dachte, ich wäre in einer anderen Höhle.
Okay, ich muss sie irgendwie... Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, denn irgendwie scheint das nicht richtig zu sein. Ich kann mich hier nicht wirklich frei umsehen, denn sobald ich das tue, sind die netten Oger nicht mehr so nett, wie sie eben waren. Da man sagt... Entschuldigt, aber mal... Ja, ja, das ist ja in Ordnung. Was haben wir denn im Inventar, was uns eventuell helfen könnte? Wir haben hier Klebstoff. Ich wüsste nicht, wie mir Klebstoff helfen kann. Wir haben immer noch den reißfesten Faden. Wir haben gelbe Farbe, wir haben die Landkarte, wir haben rote Steinchen. Rote Steinchen? Und da kann ich ja der... Ich weiß gerade das Ritze gar nicht mehr. Ich habe da irgendwie Blackout. Morsche Bretter. Ah, das ist doch ja später interessant, oder? Also gut. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Ja, aber das ist, glaube ich, noch gar nicht... Aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Genau, und da wollte ich sie ja hinlocken, wa? Aber wie locke ich denn bitte... Ah. Damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Der Grump ist doch nicht wirklich so blöd, oder? Oh, guck mal da, ein Pompon. Wir reden noch mal ganz kurz mit denen. Vielleicht haben die noch was zu sagen. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Ja, ich, Menschlein. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Zloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Hm. Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Zloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Zloff immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Zloff gerne Cocktails trinken. Ogre-Cocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Das ist in der Tat interessant, aber wo kriegen wir Alkohol her? Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und... Was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Ja? Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Ah, jetzt habe ich einen Freifahrtschein, das ist ja super. Ja, das Schirmchen darf man natürlich nicht vergessen, damit man auch... Ja, Schirmchen sind sowas von schwul. Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Zloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als Zloff. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Zloff ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Zloff gar kein richtiger Kerl. Zloff noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Jetzt kaputt kloppen. Ja, wunderbar. Komischerweise hatte Zloff noch nie eine Freundin, der Grump wahrscheinlich schon. Eigenartig, ich frag mich, wie da der Geschlechtsverkehr abläuft, wenn... Gut, das wissen wir bei den Ogern ja sowieso nicht so genau. Das wollte uns der Zloff ja erklären, aber leider hat Grump ihn unterbrochen. Schade. Wir können uns jetzt scheinbar in der Höhle umsehen, aber ich würde vorschlagen, der Part ist an dieser Stelle erstmal zu Ende. Übrigens ein ganz fieser Baumstamm, wie der grinst, du. Also wie der Grinch fast, also ganz böse. Ja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal, euer Arkus. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski.